Steiner verwickelte sie dann und seine Freunde in einen Kampf. Du elender Schurke! Steiner benutzte eine seiner Schwertfähigkeiten auf den verkleideten Soldat. Wenn das so ist... Diese Attacke war dermaßen kraftvoll, dass die Rüstung des Soldaten zersprang. Es stellte sich heraus, dass Blank der mysteriöse Soldat war. Als jedoch die Rüstung zersprang, entkamen auch die darin versteckten Juckzirpen, die für die Entführung von großer Wichtigkeit waren. Verdammter Mist! Was war denn das? Steiner und auch die anderen rannten wie von der Juckzirpe gestochen hin und her. Ich habe langsam die Schnauze voll von diesen Juckzirpen. Bloß keine Juckzirpen! Sie dann ersah sich in dem Durcheinander eine Gelegenheit zur Flucht. Los, das ist unsere Chance! Währenddessen ging auf der Bühne das Theaterstück weiter. König Lear ging nochmal seinen teuflischen Plan durch. Heute Abend endlich werden Cornelia und Prinz Schneider im Bund der Ehe vereint. Dadurch gewinne ich die Kontrolle über den Prinzen und somit auch über das Land. Plötzlich erschienen zwei Wachen des Königs, die Markus zu ihm brachten. Wir haben einen verdächtigen Mann festgenommen. Der König trat näher zu Markus. Na, wenn das mal nicht Markus ist. Aber wie sehr du auch Cornelia lieben magst. Und egal wie sehr Cornelia auch dich lieben mag. Einen Kerl aus so niederem Stand wie dir ist die Hand meiner Tochter nicht vergönnt. Wenn die Glocke zum dritten Mal läutet, dann hat dein letztes Stündlein geschlagen. Währenddessen wieder im Innern des Schiffes. Sidan und Co. sind unterhalb der Bühne angekommen. Garnet schien alle Hoffnung verloren. Was sollen wir tun? Das ist eine Sackgasse! Verdammt, wir sitzen in der Falle! Sidan! Juft nur mal zu Wurzefix! Okay, Garnet, hierher! Sidan und Garnet stellten sich auf den Lift, als schon Steiner dazu gerannt kam und den armen Sinner zur Seite schubste. Aua! Das hast du dir wohl so gedacht. Und stellte sich auf einen anderen Lift, als auch diese beiden losfuhren Richtung Bühne. Dort versuchte nun Lear, seine Drohung wahrzumachen. Noch einmal! Plötzlich öffnete sich der Boden der Bühne und Sidan, Garnet und Steiner erschienen auf der Bühne. Prinzessin? Sidan versuchte das Durcheinander geschickt ins Gute zu wenden. An alle, spielt einfach weiter. Steiner, der gar nicht wusste, wie ihm geschah und wo er gerade war, schaute sich nur verwirrt um. Nanu, wo bin ich denn hier gelandet? Markus befreite sich von Lears Wachen und eilte zu Garnet. Cornelia! Garnet wusste gar nicht, was der ihr unbekannte Mann von ihr wollte. Sidan flüsterte ihr ins Ohr. Dein Geliebter! Markus. Garnet lief auf Markus zu. Markus! Ja, das ist es. Garnet wendete sich noch einmal zu Sidan und flüsterte ihm zu. Theater war schon immer ein kleines Steckenpferd von mir. Na prima. Dann spielen wir einfach erstmal eine Weile weiter. Königin Brain sieht bestimmt auch zu. Die gesamte Truppe stimmte dies mit ihrem Tantalus-Gruß zu, als sie sich dann wieder dem Stück zuwandten. Garnet fiel Markus in die Arme. Markus, ich habe dich ja so vermisst. Ich möchte nie wieder von dir getrennt sein. Wo auch immer du hingehst, ich möchte an deiner Seite sein. Na, König Lear, wie sieht's aus? Gib den beiden doch eine Chance. Ausgeschlossen. Du möchtest nie wieder von ihm getrennt sein? Das ist ausgeschlossen. Absolut ausgeschlossen. Cornelia wird Prinz Schneider heiraten. Lear lief auf Steiner zu, der immer noch perplex auf der Bühne stand. Prinz Schneider! Steiner wusste nicht, wie ihm geschah.
er die Prinzessin heiraten? Ich und die Prinzessin? Wenn ihr euch mir in den Weg stellt, muss ich euch alle töten. Sidan und Markus schlugen erstmal die Wachenwindel weich, als sie sich dann leer zuwandten. Cornelia, sei brav und kehre mit mir ins Schloss zurück. Nein, ich will nicht! Cornelia, hör auf, deinem Vater immer nur Kummer zu bereiten. Siehst du denn nicht, dass diese Heirat nur zu deinem Besten ist? Das lasse ich nicht zu, König Lear. Es wird Zeit, endlich abzurechnen. Für die Rache meiner Eltern und für meine geliebte Cornelia. Markus zog sein Schwert und hob es gegen Lear. Möge mein Schwert von nun an sprechen. Markus wollte gerade Lear den Todesstoß versetzen, als sich Cornelia schützend vor ihren Vater stellte und den tödlichen Stoß abfing. Ah! Warum? Markus, bitte vergib mir. Aber er ist doch mein Vater. Lear und auch Steiner knieten vor Entsetzen zu Boden. Vater, verzeih, dass ich so ungezogen war. Aber bitte, zeige Güte und vergib Markus. Dies waren Cornelias letzte Worte, als diese vor ihrem Vater verstarb. Das darf nicht sein. So werde ich von nun an Cornelias liebliche Stimme nie wieder hören. Und werde ich von nun an Cornelias sanfte Berührung nie wieder spüren. Wenn dem so ist, dann möchte ich auch nicht mehr leben. Kaum ausgesprochen nahm er das Schwert, welches erst seine Geliebte von ihm nahm, und rammte es sich in den Leib, um seiner geliebten Cornelia in den Tod zu folgen. Markus! Auf der Ehrenloge des Schlosses war die Königin entzückt über das ergreifende Stück. Oh, was für ein schönes Theaterstück dieses Jahr. Oh, mir kommen gleich die Tränen. Mal nebenbei gemerkt, wo steckt Garnett überhaupt? Oh. Unten bei den billigen Plätzen waren auch Puck und Vivi angetan von dem wirklich guten Stück. Boah, mächtig gutes Stück. Ja, wirklich schön. Diesmal hat sich doch gelohnt, extra über die Dächer bis hierher zu kommen, oder? Oh nein, sie haben uns entdeckt. Lauf! Puck und Vivi rannten so schnell sie konnten, als auch schon zwei Soldaten versuchten, die zwei des Platzes zu verweisen. Hier geblieben! Und sonst sehen ist nicht. Vivi stürzte erstmal vor Schreck, als ihm Puck zu etwas anderen Art zu Hilfe kam. Idiot, steh auf! Die beiden setzten ihre Flucht fort, denn die zwei Soldaten kamen ihnen immer näher. Die schnappen wir uns. Bleib hier wohl stehen? Währenddessen trauerten Lear und die anderen immer noch um den Tod von Cornelia und Markus. Vergib deinem Vater! Prinzessin? Vivi, der nicht mehr wusste, wohin er noch flüchten könnte, floh auf die Theaterbühne. Es tut mir leid! Hier geblieben! Stehen geblieben! Vivi lief auf die Theatergruppe zu. Die zwei Wachen umringten ihn und Vivi stand vor Garnet, als er sich eingeengt fühlte und einen Feuerspruch losließ. Kommt nicht näher! Doch leider fing der durch Garnets Kutte auch Feuer und fing an zu brennen. Schnell stand Garnet auf und warf die Kutte weg. Ah, ich brenne! Sidan, ich glaube, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt. Tja, das ist dann wohl das Ende der Theatergruppe Tantalus. Garnet, wir hauen ab. Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Steiner, bitte lasst mich einfach nur in Ruhe. Wie lautet der Befehl? Steiner war etwas irritiert über das, was die Prinzessin zu ihm sagte. Erstmal alle festnehmen. Ein Sturkopf wie immer. Lass die Pfeife und komm endlich. Prinzessin? Sie dann lief zu Vivi, der wieder einmal stolperte. Hey Kleiner, bist du in Ordnung? Ja, bin nur ein bisschen gestolpert. Prinzessin, ich bin untröstlich, aber ihr lasst mir keine andere Wahl. Steiner stellte sich gegen Sidan und die anderen. Jedoch aber konnten diese Steiner Soldaten schnell in die Flucht schlagen. Auch Vaterlandsliebe muss Grenzen kennen. Ich habe eine Verabredung. Kommt sofort zurück, ihr feigen Hunde! Aber auch Steiner hatte keine Chance gegen Sidan und die anderen. Wie kann das sein? Cinna hatte währenddessen zusammen mit Blank und Bark die Zeit genutzt, um das Theaterschiff abflugfertig zu machen. Mir ist dann fertig! Gut. Hier ist alles fertig. Sehr gut. Voller Schub voraus. Roger.
Die stolze Prima erhob sich in den Himmel und wollte Alexandria verlassen, womit aber Königin Brain nicht einverstanden war. Sie ließ Greifhaken auf die Prima Vista feuern, um diese daran zu hindern, wegzufliehen. Nur um Haaresbreite verfehlte einer der Haken Garnet und Sedan. Weil diese nicht reichten, das Schiff vom Wegfliegen zu hindern, ließ die Regentin Alexandrias einen Bomber auf unsere Freunde los, der diese sofort angriff. Er lauerte hinter Steiner und wartete nur auf eine günstige Gelegenheit, sich in die Luft zu sprengen. Dreh dich um, Alter! Auf faule Tricks falle ich nicht herein! Steiner, bitte! Hinter euch! Ein Bomber! Ihr legt mich nicht herein! Der Bomber geht gleich hoch und so. Doch Steiner schenkte unseren Freunden keinen Glauben, bis dies zu spät war und der Bomber explodierte. Eine riesige Rauchwolke verdeckte die Prima Vista. Königin Brain sah sich siegessicher, als jedoch die Prima Vista mit schweren Schäden es dennoch gelang, aus Alexandria zu flüchten. Der Bomber hatte den Maschinenraum sehr stark beschädigt und drohte abzustürzen. An mir stürzt du ab, du Fieks! Das Schiff stürzte in den verbotenen Wald ab. Eine riesige Explosion war zu sehen. Währenddessen ärgerte sich Königin Brain über die Vorkommnisse. Diese kleine Göre! Ich hielt sie bisher für ein unbedarftes Kind, aber ich habe sie wohl unterschätzt. Zorn, Zorn! Die beiden Narren erschienen vor ihrer Königin. Wie sieht es aus? Sind sie schon einsatzbereit? Bereit für den Einsatz, sag ich. Und Prinzessin Garn machen wir den Gar aus, sag ich. Wer hat hier was von Töten gesagt? Schafft sie mir auf jeden Fall lebend her. Zurück im verwunschenen Wald. Sedan, welcher vom Schiff geschleudert wurde, begann mit der Suche nach dem Schiff. In diesem, die anderen versuchten, sich vom Schock des Sturzes zu erholen. Hat's dich erwischt, Zinner? Bei mir ist alles klar. Aber Prima Vista ist sie, the fix. So, jetzt beginnt's erst richtig spaßig zu werden. Dass wir auch ausgerechnet im verwunschenen Wald abstürzen mussten. Aus dem vermaledeiten Wald ist noch keiner wieder lebendig rausgekommen, the fix. Chef, wir haben hier ein Problem. Unten ist Feuer ausgebrochen und es breitet sich ruckzuck aus. Keine Panik auf der Botanik. Überlegt euch lieber, wie wir das Feuer wieder löschen können. Und vergesst nicht, die Verletzten rauszutransportieren. Schon klar, Chef. Und bringt unsere Vorräte schnell hier raus. Wenn die in Flammen aufgehen, verlassen wir den Wald nie lebend. Geht klar. X. Cinna brachte, wie ihm befohlen, die noch zu gebrauchenden Vorräte hinaus. Löscht endlich das verflixte Feuer, Zifix. Allein bringt ihr das ganze Zeit nur niemand aus, Zifix. Cinero brachte währenddessen einen Verletzten aus dem Schiff. Was du dir denn alle, Zifix? Wollt ihr das alles vergolden, Zifix? Wir suchen Prinzessin Garnet, yep. Wir können sie aber nirgends finden. Vielleicht ist sie ja beim Absturz unter Schiff geraten, yep. Nicht nur die Prinzessin entführt und dann ist jetzt noch so blöd wie eine Flunder. Darf ihr hängen, mal alle. Sedan, der nun endlich das Schiff fand, gesellte sich zu Cinna. Du tust also Donnerleben, Sedan. Du legst ihn nieder vom Fliegen, an der Schiff zu springen, sie fix. Von wegen abgesprungen. Ich wurde beim Absturz hinausgeschleudert. Was ist mit den anderen? Du mach dir mal keine Sorgen und drauf vergeht ihm nicht, sie fix. Aber wenn wir die Prinzessin hat, finden wir mir garantiert am Galgen baumeln, sie fix. Während sich Cinna Sorgen um seinen Kopf machte, wurden Garnet und Vivi woanders von einem Waldscheren, einem Bewohner des Waldes, verfolgt. Bist du in Ordnung? Kommt es immer noch näher? Hilfe!